Willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2 und einer neuen Staffel bzw. einem neuen Projekt. Wir sehen hier schon den ersten Zug, den habe ich schon mal fahren lassen. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Ich erkläre, was wir vorhaben. Wir sind hier auf einer Karte vom Steam Workshop. Highland Hills heißt sie, glaube ich. Verlinkt in der Videobeschreibung. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Karte. Gucken wir uns gleich mal an. Auf jeden Fall teilweise sehr, sehr alpin. Wir haben hier sehr hohe Berge, dann haben wir auch einzelne Seen haben wir hier, die wirklich sehr, sehr schön gelegen aussehen. Die Berge sind wirklich super toll texturiert, super schön gestaltet. Also das muss man wirklich sagen, Hut ab. Gut, wenn man näher rangeht, ist jetzt hier oben ein bisschen Gras so, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben Industrien, wir haben hier einige Städte. Hier Far Rapids, das sind jetzt alles englische Namen. Ich würde sagen, bleiben wir einfach dabei. Hier haben wir auch wirklich eine extremst alpine Landschaft. Und das sieht alles ganz, ganz herrlich aus hier auf dieser Karte. Und der Sinn dieser Staffel bzw. das Ziel ist die sogenannte Mainline. Das ist eine Idee, die ich mir abgekupfert habe vom englischen bzw. englischsprachigen YouTube-Kanal von Colonel Failure. Die Idee ist nämlich, dass man im Grunde genommen eine Güterverkehr-Hauptstrecke baut, also dass es dann beispielsweise einen kompletten Rundkurs gibt, der einmal über die komplette Karte geht und es eine einzige Hauptgüterlinie gibt, die praktisch von Bahnhof zu Bahnhof fährt, wo alle möglichen Güter geladen werden können und diese werden dann weiter transportiert zum nächsten Bahnhof, wo sie halt benötigt werden. So, zum Beispiel sieht das dann so aus, und das werden wir jetzt in dieser Folge schon mal dann angehen, dass man dann beispielsweise hier einen großen Güterbahnhof hinstellt und dann lässt man hier das Getreide zum Beispiel hier hinfahren, aber auch einen Zug, der praktisch dann vom Güterbahnhof hierhin zur Weiterverarbeitung fährt und so weiter und so fort, sodass alles in diesem großen Güterbahnhof gelagert wird. Und von hier aus werden auch wiederum Züge gehen, die dann hierhin die Sachen verteilen. Also hier zum Beispiel nach Moonville gehen dann Maschinen. Gut, die können wir jetzt hier in der Nähe nicht produzieren, aber zum Beispiel, ja gut, für die beiden Städte ist das gerade erst, ja, wobei doch hier Werkzeuge könnten wir für Moonville zum Beispiel hier schon mal bringen. Aber eben nicht nur für Moonville, sondern das Ganze wird bei Bedarf dann auf die Güterverkehr-Hauptlinie geleitet, auf die Mainline, und kann dann praktisch zum nächsten Güter-Hub weitergefahren werden. So, das ist die Idee. Und am Ende soll das im Grunde genommen ein kompletter Rundkurs einmal über die gesamte Karte sein. Und natürlich gibt es aber auch gleichzeitig einige Passagierbindungen. Wir spielen ohne jeglichen wirtschaftlichen Druck, ohne möglichen Verlust, wenn man so möchte. Wir haben unendlich Geld, können uns Schulden machen, wie wir dumm und dämlich sind. Ein bisschen Schönbau gibt es in Anführungszeichen dann auch. Wobei ich mich jetzt nicht in diesem Sinne als Schönbauer bezeichnen würde. Das überlasse ich dann doch lieber solchen YouTubern wie, ja, Train Gamer oder Hans Dampf oder sowas. Also Grüße gehen raus. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir haben hier schon mal eine kleine Person. Huch, ich kann ihn mal laufen lassen. Eine Personenstrecke haben wir schon mal. Hier fährt ein 110 rum. Dann würde ich sagen, könnte man mal tatsächlich überlegen, wo man den allerersten Güterbahnhof hinstellen könnte. Ich wäre für hier so in etwa. Dann haben wir nämlich genug Platz, um nach Moonville zu kommen. Wir müssen auch nicht direkt durch den Berg hier in einem Tunnel durch und können dann von hier aus einfach weiter folgen. Machen wir das mal, oder? Machen wir. Also einmal hier Gebäude und dann gucken wir, was ich so für Güterbahnhöfe geladen habe. Okay, da ist jetzt noch nicht viel. Machen wir auch direkt das Ganze hier in riesig. Und okay, der Bahnhof kann ein wenig gekippt werden. Na, ich glaube, das ist schlechter geworden. Ja, die andere Richtung. Ich glaube, das passt halbwegs. Nee, das ist zu viel. Immer noch ein bisschen. Ja, hier ist, glaube ich, ganz okay. Bauen wir den mal hier hin. Und
schließen den erstmal an. Dazu eine Straße. Da können wir, glaube ich, auch eine Landstraße nehmen. So, einmal dahin. Dahin. Und du kommst einmal hier hin. Genau, so. Also, was können wir jetzt machen? Wir haben hier vorne schon mal jede Menge Nahrungsmittel. Und die könnten wir schon mal versuchen, hier hin zu verschiffen. Beziehungsweise nicht zu verschiffen, sondern zu fahren. Wobei, also sinnvoller wäre es gewesen, vielleicht das tatsächlich hier irgendwo hinzubauen, ne? Ich überlege gerade. Oder vielleicht ja hier? Nee. Ach, wir kriegen das hin. Ich würde sagen, wir machen das mal mit einzelnen Linien. Oder vielleicht eine Linie, die die verschiedenen hier anfährt. Oder vielleicht eine Linie, die hier und hier anfährt. Und eine, die hier und dort anfährt. Das wäre doch was. So könnte man das, glaube ich, machen. Dann würde ich sagen, Gebäude. Machen wir das mal so. Und ja, einmal hier hin. Ja, der Bahnhof ist noch gekippt. Also einmal zack. Ups, falscher Knopf. Hängen wir da noch dran? Nein. Muss ich ins Feld rein? Ach, offensichtlich. Passt das so? Von der ja, doch, von der Ausrichtung könnte das, glaube ich, ganz gut passen. So. Also die beiden bilden dann praktisch, werden von der gleichen Linie angelaufen. Und dann einmal der hier. Ich glaube, hier können wir auch einen Kopfbahnhof hinbauen. Bin zwar kein Fan von Kopfbahnhöfen, aber sei es, wie es sei. Ja, einmal ins Feld rein. Und dann praktisch einmal hier hin, vielleicht hier so, na, vielleicht klappt das mit der Anbindung, wenn jetzt hier noch eine Straße hinführt, vielleicht eher ein Feldweg hier, nein, das hat leider nicht geklappt, das ist natürlich schade. Vielleicht. Ja, hier wäre, glaube ich, ganz gut, ne? Oh, Autosave. So, zack. Ja. So. Jawohl. Das passt ganz gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal hier die Gleise und bauen schon mal Linie Nummer 1. Bemalen und so, das kommt dann alles noch. Einmal so hier raus in die Richtung. Und dann würde ich sagen, einmal straight hier rein. Bisschen schon mit dem Winkel nicht ganz wieder recht gekommen. So. Guck mal, wie die Bahnübergänge aussehen. Ja, der ist okay. Der ist auch okay. Und einmal
das Gleis Nummer 2. Also ich denke mal, mehr als einen Zug werden wir hier nicht fahren lassen, aber wir können uns das zweigleisige leisten. Also machen wir das auch. Und zack. Und zack. Maltools. Gras. Am besten vielleicht. Ja, nehme ich hier Kies. Sieht ja doof aus, wenn das hier zwischen den Gleisen liegt. So, hier passt das schon mal. Hier vorne ist nichts. Das ist auch okay. Jawohl. Gut, dann überlegen wir mal, wie können wir jetzt weiter verfahren? Ja, wir könnten jetzt entweder hier praktisch so lang und dann mit einer Brücke hier über die Gleise drüber und dann da rein. Oder wir nehmen den Weg außen rum um die Stadt und dann hier so da rein. Und dann könnten wir mit diesen beiden Gleisen da sogar auch rein. Machen wir das so. Gefällt mir besser von der Idee her. Also einmal gerade raus. Huch. So. Dann einmal eine breit gezogene Kurve. Nicht ganz realistisch, aber sei es wie es sei. Ups. So. Wir haben ja keinen Druck, dass das irgendwie wirtschaftlich laufen muss. Also alles entspannt. Hm. Vielleicht sogar hier neben dem Bahnhof entlang. Das würde mir, glaube ich, sogar ganz gut gefallen. Wir können den ja mal ein bisschen hier mal ausbauen. Und zwar hier erstmal noch ein Gleis. So, dann hier nochmal eine Passagierplattform. Nehmen wir mal die hier. So, und hier jetzt noch mal ein Gleis. Und noch eins. Und eine Güterplattform. Gut, wir haben nur die, dann nehmen wir die. Und nochmal ein Gleis. So, das letzte, keine Sorge. Okay, so, dann gehen wir jetzt nämlich in diese beiden Gleise hier rein und dann können wir direkt die Plattform auch verwenden, um die Endprodukte hier wieder zurückzuliefern. Okay, die Straße muss drin bleiben. Bye bye, ciao. So, weg da. So. Einmal so als Überwurf. Funktioniert das? Na, schade. Ich komme hier nicht weiter hoch.
Vielleicht, wenn ich hier ein bisschen in die Höhe baue. Nee. Passt das von der Ausrichtung her? Ja. Halbwegs. Okay, dann nehmen wir mal eine Brücke. Wie ist mit der hier? Hast du Pfeiler? Aber nur einen. Komisch. Du? Nein. Du? Ja. In grün. Nein. Grau? Nein. Rot. Ja. Auch nur ein Pfeiler. Ich hoffe, du kriegst noch ein paar Pfeiler. So, einmal hier raus. Und einmal da raus. Und einmal hier rein. Jawohl, da kommt noch ein Pfeiler. Sehr schön. Und einmal da rein. Dann sind wir schon mal hier angekommen. Ich würde sagen, dann können wir mal direkt die anderen beiden Gleise ausbauen. Und zwar einmal hier straight durch. Hier so eine kleine Brücke. Nee. 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 Ja. Einmal die Straße weg. So, und aufschütten. Gefällt mir. Brauchen wir das zweigleisig? Eigentlich nicht. Ich mache das einfach nur aus, ja, der Optik zuliebe. Okay, dann würde ich sagen, nun, das wird nicht so schön von der Kurve jetzt, aber was soll's. So. Wie sieht die Weiche aus? Sieht gut aus. So. Okay, das passt. Dann sind wir jetzt hier und jetzt geht's in den Güterbahnhof. Da würde ich sagen, nehmen wir mal ja, diese beiden Gleise hier. Ich glaube schon. Nein, das hätte ich gerne nicht als Tunnel. Autosave, okay. Los, Autosave. Dann hier einmal ran. Ups. So. So. Wie sieht das hier vorne aus? Ja, doch was, oder? Hier so ein Tunnel direkt daneben. Finde ich ganz cool. Okay, plätten wir noch ein bisschen. Vielleicht nicht so groß. Aber hier so die unschönen Kanten einmal weg. Jawohl.
Und hier vorne vielleicht dann auch. Okay, dann brauchen wir Signale. Haben wir hier eine Weiche? Ja. Gleise, Signale. Ich würde gerne noch Formsignale verwenden. So. Und einmal dahin. Einmal hier vor dem Bahnübergang. So. Einmal hier so. Hier auch was vor dem Bahnübergang. Dann haben wir hier die Weiche. Okay. Einmal hier hin. Einmal dahin. Einmal ein Block. Einmal hier hin. Einmal dahin. Und jetzt noch die zweite Strecke. So, hier ist es erstmal eingleisig. Hier wird es dann zweigleisig. Ja, und ein Block hier in der Mitte. Das passt. Hier vorne malen wir noch ein kleines bisschen. Damit, sondern ja, dann mit den Kies. Ups, ja. Okay, so hier noch ein bisschen plätten. Okay. Sehr gut, dann haben wir schon mal unsere erste Güterzugstrecke fast fertig. Was noch fehlt, ist, dass das hier auch noch angeschlossen wird. Das machen wir jetzt auch mal direkt, auch noch in dieser Folge. Und dann haben wir praktisch schon mal so den ersten kleinen Abschnitt geschafft. Hier kann definitiv auch ein Kopfbahnhof hin. Ich glaube nicht, nee, in die Richtung geht es auch gar nicht mehr weiter. Also Kopfbahnhof eingleisig. Straße muss weg. So. Einmal dahin und dann bauen wir mal eine Straße noch drumherum. So und ja, kümmern wir uns erstmal um die Gleise. So, die Weiche sieht ziemlich schlecht aus. Ja, immer noch schlecht. Womit kollidierst du denn? Ach, jetzt geht's. Sehr gut. Na, verdammt. Okay, das passt. So, gekauft. Nee, doch nicht gekauft.
So. Ja, das müsste jetzt passen. Ja, oh, das gefällt mir immer noch nicht. Gekauft. So, du wieder weg. Doppelkreuzungsweiche aktivieren. Okay, und dann einmal. Hier fährt auch nur ein Zug hin, also können wir ruhig Signale setzen. Einmal hier hin. Einmal dahin. So, du kommst weg. Okay, das passt. Dann Linie Nummer Uno. Und zwar einmal von hier, nach hier. Das ist Getreide, Mainline, Zulieferung, Arrow 1. Versteht das jemand? Vermutlich nicht. So, neue Linie. Zack, zack. Und zack. Gehen jetzt ins gleiche Gleis rein. Das will ich nicht. Wie heißt du? Arrowhead Ost. Dann bitte in die 5. Achso, Moment. Ich hab's kopiert. Arrow 2. So, und einmal zack. Und zack. Gehst du ins Gleis? Ja gut, dann gehst du halt ins gleiche Gleis rein. Wobei, musst du eigentlich gar nicht. Dafür haben wir doch so viele Gleise hier. Ja, das klappt natürlich nicht mehr. So, machen wir hier mal ein, zwei Weichen hin. Okay, lassen wir das. Also du kannst hier nach rechts. Dann einmal noch in die Richtung eine Weiche. So. Und dann kann hier, du kannst mal in die 4 jetzt rein. Nee, ich hätte dich gerne in die 7. Und dich benenne ich einmal um in Arrowhead Güterzentrale. So. Und du bist dann Nahrungsmittel Mainline Arrow. Also Arrow für Arrowhead. Okay, das könnte klappen. Ich würde sagen, probieren wir es einfach mal aus. Ne? Ein Depot könnte idealerweise hier irgendwo stehen. Nehmen wir mal das hier. Und kaufen mal Fahrzeuge.
Nehmen wir mal einen Diesel. Hier, das sieht doch gut aus. 243. Und dann brauchen wir jetzt Cargo und zwar Getreide. Da. Nehmen wir ein paar von den offenen Güterwagen. Die sind ein bisschen zu langsam. Die können wir nehmen. Die können wir nehmen. Die können wir nehmen. So, du kommst auf Getreide Zulieferung 1. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal einen Elektro. Ein Krokodil. Ein Krokodil. Cargo. Getreide. Ja, du nimmst jetzt also ein paar ältere Wagen. Wie schnell fährst du? 75, ne? Hier, dann kannst du die hier mitnehmen. Die sind auch ganz cool. Und die hier, das passt. So, du bist die 2. Und jetzt brauchen wir noch einen für die Zulieferung, beziehungsweise für die Nahrungsmittel. Also gehen wir mal auf elektrisch. .243 von Hector Rail. Jo, warum nicht? Und Cargo, Lebensmittel. Was haben wir hier zur Auswahl? Also erstmal ein paar von euch hier. Dann hier, ihr seid ganz hübsch. So. Und Nahrungsmittel. Dann schauen wir mal an, was wir veranstaltet haben. Da das Krokodil. Oh oh. Schlechtes Zeugs veranstaltet. Der kommt jetzt. Ah doch, der kommt ja da rein. Ja, Glück gehabt. So, der darf jetzt hier rausfahren. Ja, sind wir dran. So, wie sieht es bei dir aus? Ja, Krokodil fährt auch. Und hier vorne noch unser Vectron. Genau, so, hier müsste dann auch schon, genau, hier liegt auch schon was bereit. Hier auch, hier auch, hier auch, hervorragend. Und der produziert dann, sobald dann hier was angekommen ist. Und dann können wir uns in der nächsten Folge angucken, wo wir das Ganze hinbringen. Ja, schon mal von hier aus nirgendwo, merke ich gerade. Aber dann lassen wir das sein, dann können wir in der nächsten Folge gucken, dass wir, ja, das hier anschließen, die Eisen... Erzmine, das hier auch vielleicht, das hier anschließen, das hier anschließen, das hier anschließen. Das gehört alles noch in diesem Bereich. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe.